Der allererste Aufbau hat etwa dreimal so lange gedauert wie der zweite. Mir drängen sich auch drei, vier Tipps und Maßnahmen auf, die ihr so sonst kaum findet, wenn ich mit diesem Video also nur 30 Minuten eurer Zeit und ein ganz kleines bisschen eurer Gesundheit bewahre. Ist es das wert? Ich habe inzwischen so manches Growth-Set getestet. Der Aufbau ist an sich bis auf kleine Unterschiede eigentlich immer gleich. Eines hatten bisher alle Hersteller gemein, nämlich dass die Zeltfolie direkt nach dem Auspacken schon einigermaßen nach Kunststoff- und Chemierückständen roch. Ich wünschte heute, ich hätte mich immer an meinen eigenen Rat gehalten, aber das erste, was ihr am besten macht, ist die Zeltfolie mal gut einen Tag, besser ein Wochenende, zum Ausdampfen auf Balkon oder Terrasse zu legen. Muss nicht sein, dass man das frisch aus der Packung einatmet. Der Aufbau ist ansonsten kein wirkliches Problem. Das Grundgerüst besteht bei quadratischen Zelten immer aus 8 Querprofilen, 8 zusammenzusetzenden Höhenprofilen, 8 Eckverbindungen und je nach Hersteller 2 oder 4 Aufhängerprofilen. Starten tut man mit Boden und Decke. Eine Frage, die hier auftreten könnte, ist, ob die Eckverbindungen in alle Richtungen gleich sind. Und bei mir bisher, ja, definitiv. Also es gibt hier kein falsch rummontieren. Die Höhenprofile rein, die sind wie gesagt zweiteilig. Manche Hersteller versehen die Verbindung mit einer zusätzlichen Sicherung, andere nicht. Funktioniert so und so. Die Decke drauf, das kann beim ersten Mal ein bisschen fuchsen. Mein Rat, erstmal in jeder Ecke eher nur drauflegen und dann Ecke für Ecke, Stück für Stück reindrücken oder reinklopfen. Ist eine Ecke alleine ganz drin, klemmen die anderen gerne. Laut Beschreibungen kommen jetzt schon die Aufhängerprofile drauf. Könnt ihr machen bei zum Beispiel Homebox oder GrowPro. Die kommen mit einer extra Verbindung mit Clip und halten ganz gut. Bei sämtlichen Billiganbietern und auch bei Secret Shutter liegen sie nur drauf. Das kann lästig werden, wir verschieben diesen Schritt vorerst. Die Beschreibungen würden meist jetzt auch schon direkt die Zeltfolie drüber geben. Ich kann euch aber versprechen, es ist wesentlich einfacher, vorher die Innenwanne zu montieren. Nachher mit Folie drüber ist es eigentlich umständlich. Den nächsten Tipp zeigt euch die Beschreibung auch nicht. Nämlich, wenn es dann endlich ans Drübergeben der Zeltfolie geht, tut man sich meiner Erfahrung nach am einfachsten, wenn man das Gerüst vorher umlegt. Mit dem Boden startet, das Gerüst wieder aufstellt und dann erst die Folie über die Decke gibt. Kippt, bei mir zumindest, ansonsten die ganze Zeit um. Dies ist etwas relevanter bei kleineren Zelten, die man ja meist allein aufbaut, aber ich vermute, das wird halt am häufigsten der Fall sein. Genau jetzt, wenn die Zeltfolie über dem Boden, aber noch nicht über der Decke ist, ist meiner Meinung nach und wie gesagt bei den meisten Zelten der beste Moment, die Aufhängerprofile draufzugeben. Zeltfolie noch über die Decke und das Zelt steht. Ich gebe euch die bisherigen Zelt-Reviews in die Videobeschreibung. Dort findet ihr natürlich auch die Videos zu den aktuell besten Komplettsets für die verschiedenen Dimensionen mit sämtlichen Verlinkungen, ein gratis E-Book, das ich für euch geschrieben habe und zwei richtig wertvolle Gutscheincodes, um beim Konsum eure Lunge zu schonen. Unterschätzt das nicht. Weiter im Text. Es geht in diesem Video um die Einrichtung von Zelten von 60x60 cm und größer. 40x40 und auch 50x50 ist ein bisschen anders. Gebe euch das Video dafür in die Infokarte. Nächster Schritt. Vorbereitung des Aktivkohlefilters. Der hier von Amazon kam ohne, dass das Vorfiltervlies schon drüber war. Also es war dabei, aber ich musste es selber drüber geben. Ich gehe davon aus, AKF und Lüfter sollen beide ins Zelt. Daher kommt ein kürzeres Stück Luftrohr, das dürften dann die 60-70 cm sein, über den Anschluss des AKFs. Wird nachher im Zelt mit der saugenden Seite des Lüfters verbunden. Wenn ihr ein Lüftungsset bestellt habt, kommt dies immer schon mit professionellen Schlauchschellen. Ich habe die Komponenten hier einzeln, keine Schlauchschellen parat, also verwende ich Kabelbinder. Halten auch ganz gut. Weiter geht's mit der Vorbereitung des Lüfters. Das ist ein zweistufiger 145-187 Kubik Eco-Lüfter. Meine adäquate und vor allem günstige Empfehlung für 60x60 Zelt. Der Pfeil gibt die Luftrichtung an. Das kurze Stück Rohr wird im Zelt dann wie gesagt mit der saugenden Seite des Lüfters verbunden. An die blasende Seite gebe ich ein längeres, kann man nach Installation dann je nach Bedarf kürzen. Die Zelte kommen mit solchen Schlingen. Damit befestigen wir gleich AKF und Lüfter. Damit ihr da nicht lange rumprobieren müsst, das Band kommt erst von unten nach oben durch die hintere Öffnung, dann von oben nach unten durch die vordere. So ist es dann belastbar. Auf die Art kommen sie nun an ein seitliches Profil und damit der nächste Schritt etwas einfacher ist, ungefähr auf gleicher Höhe zuziehen. Hier kommt gleich der AKF hin. Als hintere Profil kommt dann der Lüfter. Die zwei Schlingen hänge ich erstmal nur drüber. Ich muss an der Stelle auch erwähnen, dass einige Zelte nur mit zwei, nicht mit vier Schlingen kommen. Bei meinem Kingbau hier waren zum Beispiel nur zwei dabei. Sind für den Lüfter aber ohnehin nicht die beste Wahl. Im nächsten Schritt lege ich den AKF quasi in die beiden Schlingen und ziehe bis zum Anschlag zu. Ich achte auch darauf, dass sie nach dem Zuziehen möglichst an den Rändern sind, sodass keine Saugfläche des AKFs verdeckt ist. Die Bänder noch ein bisschen versorgt und gut ist.
Für den Lüfter verwende ich hier, weil ich sie habe, ebenfalls Schlingen, sind dafür aber nicht mal besonders praktisch. Bei vielen Zelten eben auch nur zwei dabei. Simple Schnüre oder Kabelbinder gingen fast besser. Naja, wie gesagt, nicht die beste Wahl mit den Schlingen, dauert etwas. Aber schlussendlich sitzt er, einigermaßen wie er soll. Das Luftrohr schon mal durch die Öffnung nach draußen, kann man erstmal lassen. Und das ist jetzt der Grund, warum ich alle Rohrverbindungen, die vorher möglich waren, auch vorher gemacht habe. Jetzt im Zelt ist das nämlich ein bisschen eine Plage. War dann aber irgendwann auch geschafft und Abluft installiert. Alternativ könnte man den Lüfter natürlich auch einfach aufs Zelt legen, wäre weniger Installationsaufwand. Man hätte oben auch etwas mehr Platz im Zelt, ist aber wesentlich weniger elegant. Zur Frage, wohin mit der Abluft? Bei kleinen Zelten bis maximal 50x50 sage ich, ist es noch genug, den Raum regelmäßig zu lüften und oder eine Tür offen zu haben. Ab 60x60 sollte schon zumindest ein Fenster im Raum gekippt sein, bis höchstens 80x80 kann die Abluft noch einfach in den Raum. Ab 100x100 sollte sie schon besser direkt aus dem Fenster. Nun, damit wäre das Wesentliche auch schon geschafft. Was gibt's beim Reingeben der Lampe zu beachten? Hier habe ich schon öfters gehört, miterlebt und war selber betroffen, dass Lampenaufhängungen nicht absolut selbsterklärend sind. Bei meinem Evo 3-Set waren diese Sunlight-Hänger dabei und ich bitte um Korrektur, sollte ich da was übersehen. Aber ohne extra Haken ist in einem Zelt die einzig mögliche Variante, den Karabiner am Ende des Bands einmal ums Profil zu geben und dann das Band einzuhaken. Etwa auf die gleiche Höhe eingestellt, Lampe an beiden Seiten eingehängt, Kabel durch die Kabelführung raus, sitzt erstmal. Die ganzen Bänder und Schnüre sollte man halt noch gründlicher und mit etwas mehr Aufwand, als ich gerade betreibe, versorgen. Ihr kriegt das schon hin, Leute. Beim Ventilator bzw. Ventilatoren gibt es keine fixen Regeln. Es zeigt sich allerdings immer wieder, dass Wind schon ganz essentiell ist, um die Luftfeuchtigkeit in Zaum zu halten. Ich hätte hier drei Stück zur Verfügung. Einen zweistufigen 15 Watt Clipfan, einen 5 Watt GHB und den kleinen Secret Chateau MF120. Die würde ich, weil ich sie habe, tatsächlich alle verwenden. Und zwar den MF120 für unterhalb, den 15 Watt Clipfan würde ich auf Stufe 1 parallel über dem Blätterdach drüber blasen lassen, und zwar beide durchgehen, damit die Luft im Zelt in Bewegung bleibt und kein Schimmel entstehen kann. Dies natürlich mit dem Hygrometer abgleichen und die Laufzeiten und Windmengen entsprechend anpassen. Den GHB würde ich mit etwas mehr Abstand direkt auf die Pflanzen richten und an dieselbe Zeitschaltuhr wie das Licht hängen, sodass die Pflanzen sich leicht im Wind bewegen. Wer sich neu einrichtet, ist mit zwei davon schon gut bedient, wovon aber auch zumindest einer besser durchgehend rennt. Eventuell auch immer wieder mal Positionen wechseln, damit vereinzelte Ladies keinen Windbrand kriegen. Und so könnte das Ganze aussehen. Die Ventis sitzen hier nicht richtig, verzeiht. Der weiße Clipfan sollte wie gesagt parallel zum Boden gerichtet sein, der schwarze GHB sollte höher. Naja, ihr versteht. Damit durch die Zuluftöffnungen kein Licht rein oder raus geht, kann ich den Secret Shutter Light Baffel noch sehr empfehlen. Der leistet wirklich fein. Oder was ich bei Selbstversorgung im Drei-Pflanzen-Kreislauf machen würde, oder hoffentlich bald machen werde, den Ladies gefilterte Zuluft gönnen. Mehr dazu findet ihr in den jeweiligen Systemvideos. Wie gesagt, alle in der Videobeschreibung. Nun, liebe Freunde des effizienten Growns, im eingeblendeten Video kommt ihr zum krassen Gegenpart, nämlich wie es mit kaum Aufwand draußen funktionieren kann. Alles, was euch auf dem Herzen liegt, findet natürlich Gehör. Bin noch nicht ganz sicher, worum es im Video nächste Woche geht, es sind gerade viele interessante Themen. Ich freue mich aber auf jeden Fall drauf. Leute, habt weiterhin eine gute Zeit. Vergesst nicht auf ein bisschen Dankbarkeit für den krassen Umschwung in eurem Land. Wir sehen uns. Bis dann.